Wir sind da heute beim zweiten Bundesliga-Finale in der Wolfsburg-Halle. Wir haben das erste Finale gegen den RSC Inzing eigentlich relativ klar gewonnen. Ich habe meinen Kampf damals leider knapp verloren. Es wird heute wieder ein harter, spannender Kampf zwischen uns zwei. Und ja, mein Ziel ist zu gewinnen. Heute geht's rund und ich freue mich schon auf unseren Kampf. Und ja, ich bin gut darauf eingestellt. Ich werde natürlich alles geben, damit wir den Kampf gewinnen. Aber natürlich auch am Ende zählt die gesamte Mannschaft. Und ich glaube, dass wir das mal wieder den Meistertitel nach Hause holen werden. Der Kampf des Abends, die Begegnung des Abends. Und man muss einmal anerkennen, auch, dass das ein internationaler Kampf ist, aber auf einem höchsten Niveau. Kopfklammerversuch von Markus. Ist er gut drinnen? Nein. Daniel, der spielt da schon ein bisschen seine Erfahrung aus. Ich glaube, komm, kriegst du gerade die Chance. Gratulation an Carsten Daniel. Er hat das wieder sehr routiniert gemacht. Die zwei Sportler, Trainer beide für ihre Vereine, sind die beiden Aushängeschüler unter anderem für ihre Vereine. Und somit ist beendet die Bundesliga-Saison. AC Wals ist Meister. Es war schlussendlich der verdiente Sieg für den AC Wals. Auf dem Weg möchte ich auch den RSC Inzing gratulieren. Erste Finalteilnahme, zweiter Platz, glaube ich auch, Top-Leistung.